Guck mal, ganz der Papa. Mein Neffe. Oh, nö. Also, ich erkenne da gar nichts. Habt ihr schon einen Namen? Ratet. Max. Nee, mir ist zu häufig. Luca? Nein. Donald. Fängt mit A an. Alexander. Kalt. Andreas. Origineller. Asterix. Arthur. Abraham. Attila. Dann sag's halt. Adolf. Wir reden kurz über Vornamen und dann reden wir über den Film en Detail, okay? Gut. Florian David, ruft Sie Ihre Mama wirklich so? Nein, David heiße ich auch gar nicht. Das haben Sie sich selber ausgedacht, gell? Ja, ich wurde dazu gedrängt. Wieso? Weil es einen anderen Florian Fitz gibt und der war vor mir da. Aber Sie haben doch, glaube ich, noch weitere Vornamen. Ja, aber die waren noch beschissener. Ich heiße im eigentlichen Leben Ingo Ulrich. Und die wollte ich nicht nehmen. Sorry, Mami. Wie war es bei der Wahl der Hundenamen? Das ist leicht. Das ist leicht. Also bei ihm war es irgendwie klar. Ich habe ihn gesehen und habe gedacht, das ist so sein Charakter. Das ist ja eine Figur aus der Sesamstraße. Das passt zu ihm. Die Dreharbeiten. Ihr habt immer im Dunkeln gedreht und immer in einem Raum. Stimmt, ja. Waren Sie irgendwie kurz vorm Lagerkoller? Stimmt, das mit dem Dunkeln habe ich tatsächlich vergessen. Ja, das war nervig. Vor allem, wir haben ja auch tagsüber dunkel gedreht quasi. Man ist schon gerne mal rausgegangen. Ein bisschen frische Luft, weil man braucht ja so ein bisschen Licht, um auch wach zu bleiben. Das ist dann immer so mein Thema. Hauptsache mit genügend Sauerstoff und Christoph friert schnell. Deswegen gab es ein konstantes Tür auf, Tür zu. Das war das, was am nächsten zum Lagerkoller kam, aber sonst ging es eigentlich gut. Und ein Großteil des Films ist am Tisch gedreht worden, wo es Chicken Curry gab. Mhm. Hing Ihnen das irgendwann zu den Ohren raus? Oder? Ja, ich mache immer den Fehler, so alte Drehhasen sieht man dann immer, müssen wir mal drauf achten, im Film essen die fast nie. Weil man halt, wenn man einmal einen Löffel isst, dann muss man den halt 20.000 Mal essen in den ganzen unterschiedlichen Einstellungen. Und ich mache immer den Fehler, oder halt mache ich es auch bewusst, weil ich einfach das schön finde, weil das ja auch was erzählt, dass ich wirklich esse und übers Essen viel spiele. Und da muss ich halt auch Chicken Curry dann halt 8 Tage hintereinander essen. Aber es war ein sehr gutes Chicken Curry, muss ich dazu sagen. Aber ja, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Chicken Curry. Willst du nicht doch was essen? Nein. Du isst doch jetzt für zwei. Nein. Genau. Nach allem, was man so hört, wächst in dir eine Führungspersönlichkeit heran. Also es sind eh Clip-Clap-Dialoge und man muss die schon echt gut drauf haben. Also ich habe am ersten Tag 2-mal geschwommen und das war so schrecklich, dass ich, das wollte ich nicht, dass mir das nochmal passiert. Habe dann sehr ehrgeizig Text gelernt. Und wie war die Zusammenarbeit? Sönke ist ja doch auch ein bisschen so eine Institution, sage ich mal, in Deutschland. Total. Sönke ist unfassbar entspannt und mag es auch gerne entspannt und nimmt sich das Recht raus, trotz dieses etwas chaotischen Geschäfts, wo alles immer wahnsinnig wichtig ist, entspannt zu bleiben. Also der hat genug gesehen, glaube ich, um sich zu entspannen. Und das finde ich, das steckt natürlich an. Das ist einfach tatsächlich sehr ruhig, sehr konzentriert und wir hatten sehr früh Schluss. Er mag keine langen Drehtage. Mit Justus von Donani haben Sie schon gedreht. Mhm. Wie war das so mit den anderen Schauspielern? Na, das sind schon alles Schauspieler mit einer ganz schönen Verdrängung. Und das ist ja auch toll, das will man ja auch haben. Also mit einer Wucht. Ja. Da hat ja jeder, bringt ja wahnsinnig viel Erfahrung mit. Und sein Timing, und Caroline hatte ich sehr wohl auf dem Zettel. Und Justus natürlich kenne ich auch. Und Christoph kannte ich auch von früher. Wir haben einmal eine Szene zusammen gedreht und da habe ich auch schon gedacht, Alter, der ist einfach ein Maschinengewehr. Ja? Und so klug und so schnell, das ist natürlich auch eine große Freude. Was ist los? Sie finden den Namen unseres Sohnes eher so suboptimal. Du hast ihn schon verraten? Mhm, konnte nicht widerstehen. Er war so stolz. Und ihr findet ihn nicht geil? Nein. Wir finden ihn nicht geil. Schon allein weil geil ein Unwort ist.
dass nicht nur nichts mehr in seiner ursprünglichen Bedeutung im Germanischen geiler und im Altmittelhochdeutschen für üppig, kraftvoll, lustig, froh zu tun hat, sondern darüber hinaus auch noch ein vulgäres Synonym ist, nicht nur mit sexueller Konnotation, sondern dass die groteske Geistesgeierentwicklung dieser Gesellschaft widerspiegelt und mit dem nichts, aber auch überhaupt nichts im Wortschatz eines Menschen über 18 zu suchen hat. Gab es so Szenen, vielleicht schon beim Drehbuchlesen, wo Sie sich irgendwie wiedererkannt haben? Also wenn es in meiner Familie so überspitzt zugehen würde wie in diesem Kinofilm, dann hätte ich eine sehr schwierige Zeit. Also da bin ich schon immer froh, dass die Kinofilme Sachen immer auf einen Punkt bringen und ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als im wirklichen Leben. Nee, also wenn wir so streiten würden in meiner Familie, ich glaube, da würde dann kein Auge trocken bleiben. Nee, hier ist es ja so, und das ist ja auch das, was so toll ist, dass ich zünde eine kleine Lunte an am Anfang von dem Film und denke mir nichts Böses, und dadurch geht halt eine Explosion nach der anderen los und irgendwann kann man nicht mehr zurück, und das ist halt sehr, sehr spannend zu sehen. Wir dachten, die Anspielung gefällt euch. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Fick dich! Wow, wow! Du bist ein pseudo-intellektueller Poser. Jemand Nachtisch? Ich lass mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Caius und Antigone nennt. Oh.